braucht, um den Angriff nicht besorgt zu sein. Buntes Tuch, wehende Federn und hoch erhobene Fahnen ziehen unweigerlich mit menschlichen Neidblick auf sich. Den Neidblick namentlich jener, die selbst nicht Farbe bekennen wollen. Oder jener, die von vornherein in allen Farben spielen und in keiner einzigen wirklich echt sind. Die Farben der Tiroler Schützen jedoch sind absolut echt und selbst in Jahrhunderten nicht ausgeblichen. Das ärgert die innerlich Farblosen, die Grauen, die von sich aus Unscheinbaren, deren höchste Bedeutung in der Bedeutungslosigkeit liegt. Diese Worte stammen von keinem Geringeren als dem großen österreichischen Verhaltensforscher Professor Otto König. Und diese Worte schreibt er in seinem großartigen Buch Tiroler Tracht und Wehr. Ich empfehle allen Marketenderinnen, auch den Schützen und allen, die Patriotismus im Herzen tragen, einmal in diesem Buch zu blättern. Es gibt sehr, sehr interessante Details, auch geschichtliche, die man sonst in keinem Buch zu lesen bekommt. Ihr Marketenderinnen seid ein wichtiger Teil des Tiroler Schützenwesens. Für euch trifft all das zu, was auch für die Ideale der Schützen zutrifft. Ihr seid nicht Trachtenpflegerinnen, wohl Kulturträgerinnen, und deshalb ist es auch immer wichtig, dass die Tracht ordentlich angezogen ist, dass die Frisuren in Ordnung sind. Ihr seid kein Verschönerungsverein, auch wenn ihr die Zierde der Kompanien seid, sondern ihr habt existenzielle Bedeutung im Wehrwesen und in dem, was Wehrhaftigkeit ausmacht. Man hört immer wieder von Laien das Wort Schützen, die Schützen käme von Schutz. Dann müssten sie aber Schützer heißen und nicht die Schützen. Es gibt die Heimatschützer, alles ehrenamtlich, großartige Leute. Es gibt die Brauchtumsschützer, aber das Wort Schütze kommt von Schießen und nicht von Schutz und Schützen. Daher auch der Inbegriff der Wehrhaftigkeit, die Verteidigung, der Kampf als Aufgabe der Schützen, der Kampf in Jahrhunderten, der Kampf heute. Jede Zeit hat ihre Mittel, jede Zeit hat ihren Stil. Es gibt heute nicht mehr die Laufzettel von Andreas Hofer, mit denen die wichtigen Informationen hinausgetragen worden sind in die Kompanien, in die Orte, in die Täler. Es gibt heute modernste Computertechnik, mit der in Windeseile Botschaften, Aufforderungen, Informationen weitergeleitet werden. Und da muss ich sagen, Respekt, Hut ab vor den Schützen, vor den Marketenderinnen. Ihr versteht es in einzigartiger Weise, diese Mittel zu gebrauchen und diese Mittel zu nutzen. Ich muss auch sonst noch einige Komplimente und Bewunderungen hier anbringen. Ich denke an die Nord- und Osttiroler, die dafür kämpfen, dass die Seele des Landes erhalten bleibt. Denn ich glaube zu wissen, dass gerade in Nord- und Osttirol durch sehr viel touristischen
Unfug vieles zerstört worden wäre, hätte es da nicht immer die Schützen und Marketenderinnen gegeben. Das aber auch, was die Umwelt anbelangt in Nord- und Osttirol, was die Lebensgrundlagen anbelangt. Denn wenn wir unsere Heimat zur Wüste machen, dann ist es nur noch relativ zu fragen, wer als erster vertrieben wird. Ich denke an die Welschtiroler Marketenderinnen und Schützen, die am exponiertesten kämpfen, die die meisten Anfeindungen haben, weil sie dort leider Gottes immer noch eine Minderheit sind. Sie haben gemeinsam mit anderen, und ich nenne hier die Michael-Geismeier-Gesellschaft von Welschtirol, Trient, der Stadt Trient, die dafür gesorgt haben, dass sie sich die Geschichte zurückholen. Es war ja so, dass an die 80% der Welschtiroler Männer im Ersten Weltkrieg mit dem Kaiser, mit Österreich, mit Tirol gekämpft haben. Und die späteren Sieger, die vielen Gefallenen, Welschtirol hatte mehr Gefallene als das heutige Südtirol und als das heutige Nord- und Osttirol. An die 11.000 Gefallene, und man möge jetzt nicht sagen, lass die alte Geschichte. Das ist eben nicht alte Geschichte, weil sie verfälscht worden ist. Und die Welschtiroler Schützen und Marketenderinnen sind dabei, diese Wahrheiten zu verteidigen, für diese Wahrheiten zu kämpfen. Grande complimento. Ai Marketenderinnen e agli Schützen del Trentino Tirole, del Tirolo Italiano, scusatemi, perché hanno la capacità di riprendersi la propria storia che è stata negata in tutti questi decenni. Ed è importantissimo, ci vuole coraggio, ci vuole tanto coraggio di fare questo contro tanti nemici. E vi posso solo augurare di avere forza in avanti, di arrivare ad altre donne, arrivare ad altri uomini che sanno difendere la propria Heimat, che sanno difendere la propria storia e portarla avanti, farla conoscere a tutti quanti. Ich denke mit Bewunderung und großem Stolz an das, was die Marketenderinnen und Schützen des Südtiroler Schützenbundes vor allem in letzter Zeit geleistet haben, ganz aktuell im sogenannten Autonomiekonvent. Wie sie sich da eingesetzt haben, wie sie sich da eingebracht haben, nicht abweichen von den Idealen, für die sie sich zur Verfügung gestellt haben. Wir haben es heute in den Zeitungen gelesen. Unabdingbar, der Hinweis auf Selbstbestimmung, der Hinweis auf die abendländisch-christlichen Wurzeln Europas, der Hinweis auf die Bedeutung der Schule in der Muttersprache und auch den Proporz. In diesem Zusammenhang Kompliment an den Altlandeshauptmann Luis Durnwalder, der ganz klar sagt, dass er von dieser Position nicht abgehen wird und in diesem Fall sich als würdiger Pfalzener Schütze erweist. Wir haben heute in den Nachrichten mehrmals gehört, das gilt jetzt vor allem hier für die anwesenden Südtirolerinnen und Südtiroler, dass der BD, Partito Democratico, also der politische Verbündete der Südtiroler Volkspartei, neue Forderungen stellt hinsichtlich Aufweichung des Proporzes,
natürlich was das Schulwesen anbelangt. Und da muss man ganz klar sagen, wehret den Anfängen. Schützen, Marketenderinnen, seid weiterhin auf der Hut. Bleibt bei eurer Einstellung. Es braucht euch unbedingt, denn es sind zu viele, die in vielen Farben schillern, wie es Professor Otto König gesagt hat. Marketenderin zu sein bedeutet auch Lebensschule. Ich darf das sagen, ich war 10 Jahre lang Marketenderin und die erste Marketenderinnenbetreuerin im Südtiroler Schützenbund. Eine Marketenderin exponiert sich automatisch. Sie marschiert vorne weg, alle Blicke sind auf die Marketenderinnen gerichtet zunächst. Aber auch dann später, was tut die Marketenderin in ihrem eigenen Leben? Was tut sie an ihrem Arbeitsplatz? Was tut sie in ihrer Freizeit? Eine Marketenderin muss zwangsläufig Selbstvertrauen und Selbstsicherheit entwickeln. Eigenschaften, die leider sehr, sehr vielen Frauen und auch Männern abgehen, die sich treiben lassen, die sich manipulieren lassen. Aber wer weiß, wer er selber ist, wer ein gewisses Wissen hat um die eigene Geschichte, um die eigene Familie, der ist nicht so leicht zu manipulieren wie jemand, der nichts von sich selber weiß, nichts von seiner Familie wissen will und nichts von seiner Volksgemeinschaft hält. Ich komme zum Abschluss, um darauf hinzuweisen, dass es das Um und Auf ist, sich weiterzubilden, sich Wissen anzueignen. Spätestens nach einer ordentlichen Blamage wird man sich das zu Herzen nehmen. Und glaub mir, ich habe mich oft genug auch blamiert in meinen frühesten politischen Jahren. Und das alles aber hat mich weitergebracht. Auch jede Herausforderung hat mich weitergebracht. Das sind Herausforderungen und stellen wir uns diesen. Den abschließenden Satz aber hat wieder Professor Otto König aus seinem Buch Tracht und Wehr. Ich zitiere: Kaiser Maximilian wäre starr vor Staunen über diese veränderte Welt, aber gleichzeitig sicher auch stolz darauf, dass er mit seinem Land Libell von 1511 ein Geschehen in Gang gebracht hat, das über die Jahrhunderte hin weiter wirkte, und ich sage dazu, und weiter wirkt. In diesem Sinne euch allen ein schönes Fest heute noch, für die Zukunft viel Standhaftigkeit, viel Freude und auch persönliches Glück. Jeder von euch, jedem von euch.